So, diese Tischdekoration finde ich sehr schön. Also sie ist schnell, einfach und preiswert herzustellen. Und die ist wirklich so ein Blickfang auf so einem Kaffeetisch oder einfach auf dem Tisch, Wohnzimmertisch am Abend. Also ich finde, das lohnt sich schon, sich das nachzubasteln. Versucht mal euer Glück. Für meine Bastelarbeit brauchen wir nun heute folgende Materialien. Ich habe hier ein Stück Fotokarton. Da wird nachher die Grundlage rausgeschnitten, wo ich den Stern aufklebe. Dann brauche ich Notizblätter. Und zwar sind die ohne Klebestreifen. Die liegen oft frei in einer Box. Die sind 9 x 9 cm breit. Da brauche ich einige von. Dann habe ich hier einen Alleskleber. Ihr solltet einen ganz normalen Alleskleber nehmen, der lösungsmittelfrei ist, der ist oft zu wässrig und macht das Papier so wellig. Also einen normalen Alleskleber. Dann werde ich hier wahrscheinlich, das weiß ich noch nicht genau, eine Perlengirlande verwenden. Das ergibt sich dann nachher beim Basteln. Dann habe ich hier einen Zirkel, eine Schere und ein Lineal. So, zunächst muss ich mir hier mit dem Zirkel einen Radius für einen Kreis von 8,5 cm, also 8,5 cm abmessen und dann zeichne ich hier auf das Papier einen Kreis mit einem Radius von 8,5 cm auf. So, den schneide ich jetzt aus. Den Kreis habe ich nun ausgeschnitten, den lege ich jetzt mal erst zur Seite. Ich muss mir den Mittelpunkt hier genau nochmal anzeichnen, damit ich nachher weiß, wo ich die Spitzen der einzelnen Sternenspitzen ansetze. So, den lege ich jetzt aber erstmal zur Seite, weil ich die Spitzen ja erst falten muss. So, geht folgendermaßen. Also ich nehme mir hier so ein Blatt von diesen Quadraten. Die gibt es auch ganz oft in anderen Farben. Also da müsst ihr mal gucken, vielleicht sieht so ein Stern in Gelb oder Rot ganz schön aus. Also ich entscheide mich für Weiß, weil Weiß immer sehr edel aussieht. So, dieses Quadrat nehme ich, nehme hier eine Spitze und lege die hier auf die andere Spitze und streiche das hier glatt. So, entsteht ein Dreieck. Das mache ich hier so, dann falte ich das wieder auseinander. Dann nehme ich diese Spitze und setze diese Linie hier an die Mittellinie, die ich eben gefaltet habe. So, das mache ich mit dieser Spitze genauso. Ich sehe zu, dass ich hier unten eine schöne Spitze bekomme. So, und dann falte ich das. Genau so. So, ich kann die Linie noch mal etwas glatt streichen, dann falte ich mir das hier so zusammen. Dann sehe ich auch, hier entsteht eine schöne Spitze hier am Anfang und da oben auch. So, dann klappe ich das jetzt auseinander. So, und klebe hier an diesem Teil, streiche ich Klebstoff von innen auf. Und das Teil lege ich jetzt über dieses hier. So drüber, dass hier der Rand mit dem Rand übereinstimmt. Dieses hat hier so eine Lücke. Das muss aber so sein. So, das wäre schon meine erste Spitze. Die streiche ich hier nochmal schön spitz zu. Nochmal schön die Linien nach. Dann hätte ich meine erste Spitze schon mal geschnitten bzw. geklebt. Also einfach Spitze auf Spitze. So, dann nehme ich es auseinander, lege dieses Teil an diese Linie, achte darauf, dass hier unten die Spitze schön spitz wird, dass das genau passt. Das mache ich mit der anderen Seite genauso.
ob ich richtig gefaltet habe. Das sieht man da dran. Dieses hier muss eigentlich in einer Linie liegen dann. So. Jetzt knicke ich mir das nochmal einmal hier so schön spitz und nach vorne. Klappe ich das auseinander, streiche das hier ein. Und klebe das über dieses gegenüberliegende Teil. So, das muss ich gut andrücken. Dann habe ich meine zweite Spitze schon fertig. So, und davon fertige ich jetzt einige. Ich muss mal ausprobieren. Ich nehme dafür mal meinen Kreis und lege die nachher mal so rundherum, um überhaupt zu sehen, wie viele Spitzen ich brauche. So, ich habe diese jetzt erstmal hier so nur draufgelegt und noch nicht festgeklebt, damit ich weiß, wie viele ich brauche. Ich glaube, dass ich so 17 Stück habe. 3, 5, 3, 10, 15, 17 Spitzen habe ich jetzt. Die habe ich jetzt nur draufgelegt, damit ich weiß, wie ich die kleben muss. Ich lasse hier in der Mitte so ein bisschen einen kleinen Punkt frei. Da könnt ihr eine Perle reintun, wenn ihr das so auf den Tisch stellen möchtet. Ich möchte da gerne ein Teelicht draufstellen. Und zwar stelle ich das, wenn ich das geklebt habe, nachher hier so drauf. Also kann hier in der Mitte ruhig eine kleine Lücke entstehen. Jetzt nehme ich mir mal erst diese Spitzen, streiche die hier. Also man sieht das hier, ich nehme das mal hier vorne weg, dann seht ihr das. Die stehen hier so ein bisschen über. Ich streiche also die Spitze nur hier so in diesem Bereich bis hier vorne mit Klebstoff ein und setze die dann ein. So, das mache ich mit jeder Spitze. So, bis hier. So. Dann schiebe ich die so da rein und drücke die ein bisschen fest. Dann kommt die nächste. Und so mache ich das jetzt rundherum. Ich sollte dabei achten, dass das wirklich hier im unteren Bereich diese Spitze an die andere Spitze ranstößt, damit das schön gleichmäßig wird. So, alternativ könnt ihr natürlich, wenn ihr so eine Spitze aufgeklebt habt, hier schon auch auf den Kreis das kleben, so ein bisschen. Ist vielleicht sogar noch einfacher und dann setzt ihr die Spitze auf. So ist meine Tischdeko fast fertig. Man kann die noch verschönern. Und zwar kann man hier in diesem Bereich von meiner Perlengirlande nochmal jeweils 5 so einsetzen. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch so einen edlen Touch. So, hier und das überall. Und dann würde ich das Teelicht gleich draufsetzen. Und dann wäre die Bastelarbeit fertig. Ich finde, das gibt noch so ein bisschen so einen edlen Touch. Also werde ich mir jetzt mal immer so 5 Perlen abschneiden und dann so dazwischen setzen. So, ich habe jetzt schon mal 5 Perlen eingeklebt. Jetzt weiß ich, bis wohin ich den Kleber streichen muss. Und zwar gebe ich hier in diese Lücke Klebstoff ein, so ungefähr bis da. So, und dann lege ich die Perlen von außen, dass die mit dem Rand abschließen, einfach rein und drücke sie so ein bisschen in den Klebstoff. So, das mache ich jetzt mit allen Teilen so. So, der Klebstoff kann hier ruhig ein bisschen dicker aufgetragen werden, weil ich die Perlen da ja reindrücken muss. So. So, jetzt kommt meine letzte Perlenreihe. Ich finde, das sieht richtig schön edel aus. So. Ich drücke das noch so mal ein bisschen tief, damit die Perlen auch mit dem Klebstoff in Verbindung kommen. So, ihr könnt natürlich ein kleines Teelicht auch mittig reinsetzen. So, und das vielleicht noch ummanteln, das geht auch ganz schön. Man kann ein Teelicht auch so reinsetzen, aber ich finde es ganz schön, wenn, ich habe immer so einen Teelichthalter, so, der
passt dann da so drauf. Den kann ich draufstellen. Den brauche ich nicht mal festkleben. So habe ich doch eine schöne Tischdekoration. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, wie gesagt, die Bastelarbeit ist einfach. Ich habe aber auch in meinen Playlists noch Sterne, noch Kränze, Kugeln. Schaut mal, ich habe sogar, ich glaube, Pinguine dabei und auch Fensterbilder. Stöbert mal ein bisschen rum, ihr findet bestimmt was Passendes für euch. Über einen Kommentar und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen und über ein Abo auch. Ja, dann wollen wir mal schauen, was uns in nächster Zeit alles noch so einfällt.